Hey Freunde, herzlich willkommen hier zurück bei Dragon Age Inquisition. Ja, wir sind momentan in so einer Phase, wo wir ganz viele Gefährten erstmal abklappern und haben jetzt gerade mit dem Eisernen Bullen auf jeden Fall gesprochen und mit Cassandra und ich sehe da hinten schon auf jeden Fall irgendwo, hier steht Sarah. Müssen wir gleich schauen, da ist Vivienne, mit der haben wir bisher auch nur einmal gesprochen, also werden wir das jetzt immer nachholen. Wie gesagt, momentan sind wir in so Gefährtengesprächen vertieft und werden das auch noch weiterführen. Vivienne. Es war ein Fehler, Haven als Hauptquartier zu benutzen. Die Stadt war einfach nicht zu verteidigen. Ja, prinzipiell ja, aber man kann ja auch nicht rechnen, dass mal ein Angriff passiert, ne? Beschwert euch später. Sieht mich nicht an. Das stimmt, ich habe aber gar nichts am Hut. Ich habe Haven nicht ausgewählt. Das waren Cassandra und Liliana. Eine schlechte Wahl blind zu akzeptieren, ist nicht viel besser, mein Lieber. Ihr habt euch selbst angreifbar gemacht. Und zwar aufgrund einer Fehleinschätzung, die euch gewiss nicht noch einmal unterläuft. Doch der Feind hat euch und der Inquisition einen schweren Schlag versetzt. Das müssen wir akzeptieren. Ihr müsst es akzeptieren. Ja, ist doch in Ordnung. Wir haben ja jetzt was viel, viel Besseres, ne? Koryphäes wird dafür bezahlen. Das ist die aufs Maul Antwort. Das ist gut für uns. Ja, Thumbs up. Und mischt euch nicht ein. Ja, Vivienne ist, glaube ich, recht schwierig. Also mit ihr werde ich, glaube ich, nicht so grün werden. Es hängt so viel von mir ab. Ich konnte nicht alle retten. Schnief. Tja, wir müssen es akzeptieren. Es hängt so viel von mir ab. So viele Leute haben sich diesem Kampf angeschlossen. Was, wenn ich sie nur in den Tod führe? In Kriegen wird gestorben, mein Lieber. Das lässt sich nicht vermeiden. Alle, die für die Inquisition sterben, opfern ihr Leben aus freien Stücken. Die Alternative wäre, alles, was sie lieben, diesen Schrecken aus dem Himmel zu überlassen. Unsere Feinde rücken vor, Inquisitor. Wir dürfen nicht untätig herumsitzen. Kommt ihnen zuvor und lehrt sie, uns zu fürchten. Ihr könnt der Anführer werden, den die Gläubigen brauchen, aber ihr müsst euch beeilen. Ja, das ging relativ fix jetzt, Vivien. Na? Ja. Ich würde doch sagen, das ist ja noch nicht alles hier. Sie ist ja eine Magierin, also von daher. Was? Denkt ihr, wir beiden. Achso, nee, das hatte ich ja schon mal aus Versehen. Das war ziemlich direkt, muss ich ja Ich sagen. würde gern mehr über euch erfahren, Madame Vivienne. Was wollt ihr denn wissen, mein Lieber? Wie kamt ihr an den Hof? Aha. Ich frage mich, wie ein Magier des Zirkels am Hof enden kann. Niemand endet am Hof, mein Lieber. Es ist einige Anstrengung nötig, um so weit zu kommen. Ich fiel Herzog Bastien de Ghislain ins Auge. Hatten Eine wir das nicht schon überaus mal? vorteilhafte Verbindung, die mir viele Türen öffnete. Hm. Als es galt, die Position des Verzauberers am kaiserlichen Hof neu zu besetzen, war ich zur Stelle. Ja, das hatten wir schon mal. Gibt es echt nichts mehr mit Vivienne? Okay. Sarah hatten wir hier hinten noch. Wo sind denn die anderen? Warte mal. Wir benutzen jetzt mal das Kärtchen. Was? Hier ist eine Quest. Der vergessene Junge, nachdem sich der Staub gelegt hatte, war Cole nirgends zu finden. Das ist der komische Typ mit dem Hut. Dieser kleine Junge mit dem Hut. Es ist schwer zu glauben, dass er nicht irgendwo in der Himmelsfeste ist. Aha. Sarah. Was steht hier hinten? Cullen. Oh, mit Cullen will ich unbedingt quatschen. Das war. Was? Wo soll der sein? Cullen! Wo steckst du? Blondschopf. Ich weiß gar nicht, wie hatte Varric ihn genannt? Löckchen? Oh Mann. Cullen, Liliana und so, die sind hier auf jeden Fall oben. Ach, guck mal, hier ist Varric. Na? Och, Varric, jetzt gibt ihr nicht die Schuld. Sie hat sich beruhigt. Keine Geheimnisse mehr. Geht es euch gut? Das war ein wenig hitzig. Geht es euch gut? Tja, kommt drauf an. Wie wütend ist Cassandra? Ich habe nicht versucht, irgendetwas zu verheimlichen. Ich habe der Inquisition alles erzählt, was mir zum jeweiligen Zeitpunkt wichtig erschien. Ist doch okay, du musst dich nicht verteidigen. Das war gerade genial. Ich weiß nicht, ob ihr Shepherds Blick gesehen habt. Das war göttlich. Aus der Schönheit wird sich da, glaube ich, auch wieder in die Ecke schmeißen. Aber gucken. Hawk hätte eher kommen sollen. Ach,
Wählt eine Seite, das glaube ich euch. Ich glaube dir das, Varric. Ich würde meinen Freund auch schützen. Ich weiß, Varric. Sonst hättet ihr niemals euren Mund gehalten. Ich hoffe immer noch, nichts von all dem ist real. Vielleicht ist das ja alles irgendeine Scheiße aus dem Nichts, die irgendwann einfach verschwindet. Ich weiß, ich muss mich bessern. Tut mir leid. Ach, Varric, Quatsch. Ich meine, für Hawk ist das doch auch eine völlig neue Situation. Es ist jetzt nicht so, dass er Erfahrung da drin hat. Korypheus ist zurück. Tja, scheiße. Scheiße. Ja, scheiße halt, ne? Ihr habt ihn schon besiegt. Was ist er? Ihr habt gesagt, er wäre ein Wesen der dunklen Brut oder ein Magister. Was ist er wirklich? Ich bin nicht sicher. Vermutlich weiß Korypheus das selbst nicht so genau. Er gehört definitiv zur dunklen Brut, aber als wir ihn fanden, schien er das zum ersten Mal zu hören. Mhm. Er hält sich für einen Magister, einen Dumat-Priester, um genau zu sein. Und er sagt, er war in der goldenen Stadt, wie in dieser Kirchenlegende. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie Dunkle Brut damals entstanden ist. Also es gab ganz zu Anfang eine Handvoll Magier, die dann verdorben wurde. Ich weiß, aus Grund XY, ich weiß es nicht mehr so genau. Das sind die sogenannten Magister eben. Und diese sind dann zur ersten Dunklen Brut geworden. Und so ist das Ganze damals entstanden. Also es gab, aus den Magiern eben, ne? Und es liegt schon nahe, dass dieser Korypheus einer von diesen Typen ist, die eigentlich schon lange tot sind. Also das ist so kurios einfach, ein bisschen merkwürdig. Wenn ihr und Hawk ihn einmal besiegt habt, können wir es wieder tun. Wir haben nicht nur gedacht, Korypheus wäre tot. Er war tot. Kein Puls, keine Atmung, übersät mit Stichwunden. Da war jeder Zweifel ausgeschlossen. Tod halt. Die Frage ist nur, ich dachte, die Wächter hätten Korypheus eingesperrt, um ihn zu benutzen. Aber was, wenn sie es taten, weil er unsterblich ist? Was, doch bescheuert. Hängt das vielleicht zusammen, weil die Wächter verschwunden sind? Oh, wir müssen das echt aufklären, ne? Wie habt ihr ihn gefunden? Irgendwie töten wir ihn. Ja. Alles stirbt. Ja, auch das. Was hat euch und Hawk überhaupt in ein Gefängnis der grauen Wächter für Kreaturen der dunklen Brut geführt? Korypheus hatte Leute auf Hawk angesetzt. Genauer gesagt hatte er einen ganzen Kater-Clan in seiner Gewalt, hat sie gezwungen, Blut der dunklen Brut zu trinken. Verrückte Scheiße. Wir sind der Kater zu einer alten Zwergenfestung oder so in die Berge gefolgt, aber das Ganze war natürlich eine Falle. Sie brauchten Hawks Blut, um Korypheus von seinen Fesseln zu befreien. Also lockten sie uns in das Gefängnis, um es zu bekommen. Mhm. Ach, irgendwie werden wir den schon töten. Es muss einen Weg geben, Korypheus zu besiegen. Und wir werden ihn finden, keine Sorge. Ich hoffe, ihr habt recht. Oh, Erbauer, was habe ich nur angerichtet? Ach, jetzt, Varric. Damit hattet ihr nichts zu tun, Varric. Ich weiß, der Hawk zu Korypheus geführt hat. Hätte ich die Kater nicht zu dieser Ruine zurückverfolgt. Aber ihr habt Wichtigeres zu tun, als euch meine Sorgen anzuhören. Sagt einfach Bescheid, wenn ich etwas erschießen soll. Ach, Varric, Mann, das kannst du ja nun auch nicht so wissen, dass das passiert. Womit kann ich dienen? Das rote Lyrium. Ja, das haben wir, glaube ich, alles schon mal gefragt. Ich habe eure Geschichte des Champions gelesen und hätte ein paar Fragen dazu. So geht es den meisten. Nur zu, schießt los. Ja, das haben wir schon. Ich würde die Bücher echt gerne mal von Varric vorlesen. Ich würde die auch als so ein Let's Read oder sowas raushauen. Man sieht sich. Ja, voll genial. Okay, gut, Varric, du gibst wahrscheinlich nicht mehr so viel Solas, Durian... Liliana, oh, warte, hier rechts lang irgendwo. Kann man hier durch irgendwie? Gott, wir müssen hier dringend aufräumen. Da, Solas. Ich grüße euch. Hey, du weißt bestimmt was von Korypheus. Ich kann mir das schon vorstellen. Ich muss mehr über Korypheus erfahren. Das haben wir auf unserer Reise zur Himmelsfeste bereits besprochen. Was soll ich euch noch dazu sagen? Cassandra und Varric scheinen mehr über unseren Gegner zu wissen. Ach komm, jetzt hau mal raus dein Wissen hier. Ihr habt mich immer gut beraten. Und jetzt könnte ich einen Rat gebrauchen.
Verzeiht mir, Inquisitor. Meine schlechten Manieren beschämen mich. Ich habe zwar kein geheimes Wissen, aber ich werde tun, was ich kann. Liegt da etwa eine Scherbe auf deinem Tisch? Kommt denn die da hin? Erzähl mir von der Kugel. Was für eine Kugel, die hinter mir ist, die ich nicht sehen kann, oder was? Ich wüsste gerne mehr über diese Kugel in seinem Besitz. Ach, die Kugel. Wie ich schon sagte, muss sie das Instrument gewesen sein, mit dessen Hilfe er die Bresche erschaffen hat. Ich nehme an, die Explosion, die das Konklave vernichtet hat, war weniger geplant als vielmehr ein Unfall. Das Ergebnis der Entfesselung einer Macht, die seit Ewigkeiten danach strebte, freigesetzt zu werden. Ich verstehe nur nicht, wie Korypheus eine derartige Explosion überleben konnte. Ey, der Typ, der war angeblich auch schon mal tot. Also, was fragst du mich? Genau, Solas, du meintest, die Kugel ist übrigens Elfenwerk. Die müssen wir ja irgendwie noch zurückholen, ne? Ihr denkt, die Kugel wurde von Elfen hergestellt? Ich hätte nie geglaubt, dass ein Magier aus Tevinter eine so mächtige Reliquie benutzen kann. Sie verbessert seine Fähigkeiten und gewährt ihm Zugang zu einer Macht, von der er nie hätte erfahren dürfen. Der Macht, den Erddämon zu kontrollieren? Indirekt vielleicht. Schließlich wird in keiner Überlieferung eine Verbindung meines Volkes zu den alten Götterdrachen erwähnt, die Erzdämonen wurden. Oh mein Gott, dieser Drache, den Korypheus da mit hat, ich glaube nicht, dass das ein Erzdämon ist. Das ist irgendwas anderes. Das ist kein Erzdämon. Was denkt ihr, wird Korypheus als nächstes tun? Ihr habt ihm mit der Zerstörung von Haven Schande gemacht und ihm seinen ruhmreichen Sieg verdorben. Das zuzugeben würde alles nur noch schlimmer machen. Also muss er seinen Weg fortsetzen, um keine Schwäche zu zeigen. Er wird seinen Plan weiterverfolgen, Orleans Chaos zu stürzen, um es dann Tevinter einzuverleiben. Aha, also Orle. Warum nicht für Welden? Was ist seine Machtbasis? Seid ihr sicher? Was ist denn da? Seid ihr sicher, dass er das tun wird? So sicher, wie man sein kann. Vorausgesetzt, ich schätze einen Mann, der zum Gott aufsteigen möchte, richtig ein. Und könnt ihr das? Letztlich steht eines fest. Ein wahrer Gott muss sich nicht beweisen. Jeder, der es versucht, ist entweder verrückt oder ein Lügner. Sein Blendwerk wird sein Untergang sein. Genau wie bei den zahllosen Narren vor ihm. Ja, unterschätzt ihn jetzt aber auch nicht, Solas, ne? Was könnt ihr mir über den Ursprung von Korypheus Macht sagen? Laut Überlieferung wurden die alten Magister in Tevinter von den alten Göttern angeleitet. Korypheus befehligt einen falschen Erzdämon. Einen verdorbenen alten Gott. Das liegt nahe, dass er sich nicht mehr als ihren Diener betrachtet. Einige seiner einzigartigen Fähigkeiten bezieht er aus der Verderbnis selbst. Der Rest kommt möglicherweise aus der Kugel, die er bei sich trägt. Oh mein Gott, also manchmal wünsche ich mir Aufklärung, aber gut, erzähl mir mal mehr jetzt von dir. Was ihr über euch und eure Studien erzählt habt, interessiert mich. Ich würde gern mehr darüber erfahren, wenn es eure Zeit erlaubt. Ihr überrascht mich immer wieder. Also schön, reden wir. Vorzugsweise an einem etwas interessanteren Ort. Ja, bitte, bitte. Ich folge. Warum hier? Haven ist ein vertrauter Ort. Er wird immer wichtig für euch sein. Darüber haben wir bereits gesprochen. Es ist nicht real. Ich habe an eurer Seite gesessen, während ihr schlieft und den Anker untersucht. Solas? Du hast, Das ist ein bisschen creepy, weißt du das? Okay. Ich bin froh, dass jemand auf mich aufgepasst hat. Ihr wart ein Mysterium. Das seid ihr noch immer. Ich habe jeden nur denkbaren Test durchgeführt. Ich habe das Nichts durchsucht und doch nicht das Geringste gefunden. Cassandra dachte, ich treibe ein falsches Spiel. Sie drohte, mich als Abtrünnigen hinrichten zu lassen, wenn ich keine Ergebnisse liefere. Was? Ach, Quatsch. Das würde ich nicht zulassen. Dem hätte ich niemals zugestimmt. Ihr wart nicht in der Verfassung, Einwände zu machen. Es war bestimmt im Lager. Es sah nicht so aus, als würdet ihr je wieder erwachen. Wie konntet ihr auch? Ein Sterblicher, der körperlich durch das Nichts geschickt wurde. Ich war frustriert, verängstigt.
Die Geister, die ich hätte um Rat fragen können, waren durch die Bresche vertrieben worden. Ich wollte euch helfen, aber ich hatte kein Vertrauen in Cassandra. Oder sie in mich. Ich war bereit zu fliehen. Ach, Mann. Ach, ich sag's immer wieder, ne? Wir müssen zusammenarbeiten, aber... Mann, so Lars. Mach doch nicht sowas. So Lars, mach doch nicht sowas. Aber ihr seid geblieben. Ja. Ich sagte mir, ein Versuch noch, die Risse zu schließen. Und ich scheiterte. Gewöhnliche Magie zeigte keine Wirkung. Die Risse wurden größer. Und ich fand mich damit ab zu fliehen. Doch dann... Es scheint, als wärt ihr der Schlüssel zu unserer Rettung. Ihr habt sie mit einer Geste geschlossen. Und meine Welt änderte sich. Es klingt teilweise auch so ein bisschen von Solas, so, als würde er tauschen wollen. So ein bisschen, ne? Also, er versteht Shepard als, oder uns, also mich, er versteht mich als Mysterium eben nicht. Und ich glaube, er hätte es selber gerne gemacht, getan. Gut, dass ihr geblieben seid. Das ist doch diese ruppige Antwort eigentlich. Das war für euch von Bedeutung. So ist es nicht gewesen. Gut. Gut, dass ihr geblieben seid. Ich bin froh, dass ihr geblieben seid. Um unser aller Willen. Ich auch. Ihr habt sowohl die Gesetze der Sterblichen als auch der Natur gebeugt. Und ihr werdet noch viele weitere brechen, bevor euer Ziel erreicht ist. Dass ihr mich hier besucht, selbst als Magier, es sollte euch eigentlich nicht so leicht fallen. Was meint ihr damit? Wo denkt ihr, sind wir hier? Ich sag's doch. Es ist nicht real. Darüber lässt sich streiten. Doch dafür solltet ihr besser aufwachen. Ja, und seine Realität, ne? Hatten wir uns ja schon mal drüber unterhalten. Klar, es ist real. Ne? Ach, wir haben schon wieder eine Zeit. Bis gleich, Freunde. Ja, okay. Und wir sind... Wo sind wir denn aufgewacht? Ist das hier unser Raum? Den kenne ich ja noch nicht. Ach, sehr interessant. Neben, was haben wir denn hier? Was? Rezeptur, großer Wachturm, Hofaufwertung, Garten der Himmels... Warte! Ein grüner Garten. Oh. Ach, ja, gut, okay, dann kann ich es euch ja jetzt schon ein bisschen verraten. Die Himmelsfeste kann man aufwerten. Auch die ganzen Banner, die wir gefunden haben und so weiter. Nicht nur ein schönes Schmankerl hier, sondern ich finde es also absolut töfte. Das ist ja der Wahnsinn. Der Sheet ist das. Der Sheet ist real. hinaufklettern, was haben wir denn hier? Die Himmelsfeste ist einfach so riesig. Was ist das denn? Achso, die Leiter ist das nur. Ach, ich habe sogar so eine eigene kleine Terrasse. Wie sweet. How sweet is this? So. Ja, so ein Zimmer hätte ich auch gerne. Wo ist das Bad? Sie haben keine Mühen gescheut. Ja, ich hab's gerade gesagt, Shepard. Ich sag doch, wir passen zusammen wie Arsch auf Eimer, wa? Jojo. Aber es dauert ja ewig, bis man hier mal runterkommt. Die Haupthalle. Können wir gleich mal schauen, wo unser Zimmer da eigentlich wirklich ist. Um das mal irgendwann später wiederzufinden. Die Krypta? Setzen. Nein, man kann sich setzen. Was? Was habe ich getan? Ja, beeindruckend, nicht wahr? Er ist eines Anführers wahrlich würdig. Er soll Einfluss vermitteln und dessen Würde. An diesem Ort wird die Inquisition zu Gericht sitzen. Ihr werdet hier zu Gericht sitzen. Och, wieso das denn? Muss ich das machen? Über wen genau werde ich richten? Über jene, die Unrecht begangen haben. Glaubt mir, diese Leute werden euch mit Sicherheit zumindest ein Begriff sein. Natürlich setzt das alles voraus, dass sie ihre erste Begegnung mit euch überlebt haben. Ja, verstehe.
Ich töte ohnehin schon genug, ja. Das ist eindeutig wahr. Wir richten hier Leute hin. Das ist eine große Verantwortung. Ich will nicht Gott spielen. Das heißt also, dass noch mehr Leben in meiner Hand liegen. Während sich andere aus der Verantwortung stehlen, seid ihr ein Leuchtfeuer der Gerechtigkeit, Inquisitor. Das alles muss jedoch nicht blutig enden. Die Souveränität der Inquisition rührt von denjenigen Verbündeten her, die sie anerkennen. Sie gibt euch Befugnisse, ist aber auch eine Verpflichtung. Die Gerechtigkeit kennt mehr als nur ein Werkzeug. Wird sie klug umgesetzt, könnte eine Hinrichtung im Vergleich sogar barmherzig wirken. Okay. Wollen wir das mal machen? Ja gut, fangen wir an. Gibt es jemanden, über den ich richten muss? Nehmt auf dem Thron Platz, sobald ihr bereit seid. Wir werden ihn dann vor euch führen. Na, ich dachte eigentlich, das ist so, ich meine, die Inquisition als, als was genau kann man uns jetzt eigentlich beschreiben? Aber dass ich jetzt so eine Art Exekutive auch bin, ich meine, ich bin ja nicht der Staat oder sowas. Ja, gut. Den werden wir mal richten. Oh Mann. Ihr erinnert euch sicherlich an Gereon Alexios aus Tevinter. Ferelden hat ihn uns in Anerkennung eurer Hilfe überstellt. Die formellen Anklagepunkte lauten auf Abtrünnigkeit, versuchte Versklavung und versuchter Mord. An niemand Geringerem als euch. Tevinter hat ihn enteignet und ihm seine Stellung aberkannt. Ihr könnt über den ehemaligen Magister urteilen, wie ihr es für angebracht haltet. Das wurde auch Zeit. Nein, also Leute, wer jetzt glaubt, ich richte Alexios hin, ist hier falsch. Also, wir haben ja schon festgestellt, dass der prinzipiell kein schlechter Charakter ist. Ganz vorsichtig ausgedrückt, er sorgte sich eben um seinen Sohn Phoenix. Schwere Vorwürfe. Ich kann mich gut daran erinnern, was mit Cedars geschehen wäre, wenn er mit seinem Verrat Erfolg gehabt hätte. Ich konnte meinen Sohn nicht retten. Denkt er etwa, mich interessiert, was aus mir wird? Habt ihr sonst noch etwas zu eurer Verteidigung zu sagen? Ihr habt nichts gewonnen. Die Leute, die ihr gerettet habt, die Zustimmung, die ihr gefunden habt. Der kommende Sturm wird all das hinwegfegen. Fällt euer Urteil, Inquisitor. Oh Gott, nee. Er soll Magie erforschen. Oh, er dient Radcliffes Magiern, sperrt ihn ein. Ich richte ihn persönlich. Mann, wer macht denn sowas? Leute, nein. Also ich halte Alexios. Klar, der ist ein... Er war einfach... Er ist ein Arsch. Klar, ist ein Arsch, aber... Er war so clever und hat Zeitmagie erfunden. Also ich bitte euch, er soll denn lieber Magie erforschen und uns ein bisschen helfen vielleicht. Eure Magie war eigentlich unmöglich, hey. Alexios. Ich könnte jemanden wie euch gebrauchen. Ich sag's doch. Ich verurteile euch dazu, unter Bewachung und in Diensten der Inquisition alles zu untersuchen, was mit Magie zu tun hat. Ich werde nicht hingerichtet? Nun gut. Okay, es beeinflusst auch unsere Gefährten, wie ihr gerade gesehen habt. Urteil. Die in Radcliffe eingesetzte Magie, bla bla bla. Und wir müssen uns ganz eigentlich nochmal setzen. Das ist schon schwer genug. Gut, Emissär gewonnen. Warum auch nicht? Also ich finde, der hilft uns wahrscheinlich viel mehr, als er, als wenn er halt tot wäre. Was haben wir denn hier? Teilnahme am Kampf? Okay, lasst uns einfach noch ein bisschen was lesen. Arbeiter, die mit dem Aufstellen der Banner fertig sind, verlangen wichtigere Aufgaben. Einige möchten den Schwertkampf üben, damit sie mitkämpfen und der Inquisition unmittelbarer dienlich sein können. Sie haben die Reise gemacht, um in den Krieg zu ziehen, nicht um eine Feste herzurichten. Und ich muss ihnen recht geben. Vorarbeiter Schries. Unser Feind hat ein Loch in den Himmel geschnitten, das man von überall sehen kann. Wir sehen es von unten, aber das muss uns nicht einschüchtern. Wir können kämpfen, weil wir viele sind. Wir sind viele, weil der Inquisitor uns begeistert. Der Inquisitor begeistert uns, weil er... Kloß Mais. Weil er langsam zur Legende wird. Oh, das höre ich ja so gerne. Zu dieser Legende gehört, was die Massen bei ihrer Ankunft vorfinden.
Und das ist die Aufgabe anderer, eurer Arbeiter. Nicht Eitelkeit, sondern Ehrfurcht. Nicht bloßer Antrieb, sondern echte Erhebung. Aha. Was ihr können als Arbeiter ist für den Feind eine größere Bedrohung als ihre Anzahl, als nur halb ausgebildete Soldaten. Von Josephine, Lady Montellier. Ja, sehr witzig. Haha. Was ist das hier? Helisma? Was ist Helisma? Was ist das? Und wo geht's hier eigentlich schon wieder hin? Mann! Ich werde, glaube ich, wieder ewig brauchen, bis ich mir die Feste gut angeeignet habe. So rum. Ach, Helisma, du bist eine Bedienstete? Ich grüße euch, Inquisitor. Mhm. Ich bin hier, um euch bei jedweden Nachforschungen zu helfen. Ihr werdet feststellen, dass meine Fähigkeiten außerordentlich sind. Ich hoffe, sie erweisen sich als nützlich. Ah. Sie ist Minevas Nachfolgerin. Oha. Seid ihr eine Wiedersehen? Wie kommt ihr vor? Oh Gott, es tut mir so leid. Übernehmt ihr Minevs Pflichten? Ja. Ihr Tod riss diese Lücke. Mir wurde gesagt, dass viele sie vermissen. Angesichts meiner Fähigkeiten wird ihre Kunst euch nicht fehlen. Ja, prinzipiell wäre also Minerva hier noch an ihrer Stelle. Wie könnt ihr der Inquisition dienen? Ich soll euch bei der Erforschung all jener Kreaturen helfen, auf die ihr bei eurem Wirken als Inquisitor stoßt. Was genau qualifiziert euch? Ich erinnere mich, dass ich Tiere mochte. Warum, weiß ich nicht mehr. Erinnerte mich, dass ich Tiere mochte. Dann hat sich diese Frage eben auch schon erledigt. Wurdet ihr besänftigt? Ja, das wurde ich. Es war notwendig angesichts der böswilligen Natur, die Magie zu einer gefährlichen Kunst machte. Ich weiß noch, die Zeit war schwierig, aber ich erinnere mich nicht warum. Allerdings sind meine Fähigkeiten hier von großem Nutzen. Uiuiui. Wie schätzt ihr unsere Fortschritte ein? Sie sind angemessen, wenn man die schrittweisen Verbesserungen an der Himmelsfeste berücksichtigt. Weitermachen. Gut. Ja, Inquisitor. Was heißt, wir haben ja noch nicht mal angefangen mit der Himmelsfeste jetzt. Ich guck mir erstmal noch alles an. Wir haben Ritterhelm. Was? Wieso habe ich einen Ritterhelm entfernt? Schulterschutz? Ein Bogen? Wieso? Das gehört doch nicht zur Forschung. Gib mir mein Zeug wieder. Ja, ihr habt auch schon gesagt, dieser lilane Dolch, ich habe den aus Versehen verkauft, ne? Das war das Fail, das war der Fail des Jahrhunderts einfach mal. Ihr habt mich Gott sei Dank nicht angeschrien. Ich weiß nicht, warum ich das verdient habe. Aber es war sehr nett von euch, dankeschön. Oh, Dorian, mit dir quatschen wir auch gleich. Ja, also diesen Dolch werden wir jetzt natürlich nicht mehr finden. Ich hatte dafür einfach schon zu viel im Voraus aufgenommen. Ja, doof gelaufen, ne? Ja. Wir machen uns demnächst mal was Neues, Schickes, Besseres. Haha. So, Dorian. Großartig, oder? Als wäre es nicht schon schwer genug, in einer Welt, die aus den Fugen geraten ist, zu versuchen, für Ordnung zu sorgen. Aber nein, da muss auch noch aus dem Nichts ein Erzdämon auftauchen, frei nach dem Motto, was, dachtest du, das wird einfach? Nein, ich hatte nur gehofft, du würdest unser Dorf nicht wie einen Ameisenhaufen zertreten. Oh, tut mir leid. So sind Erzdämonen nun mal. Lässt sich nicht ändern. Rede ich zu schnell für euch? Du führst auch manchmal so einen inneren eigenen Monolog, ne? Ich war kurz Ich war abgelenkt, das ist alles. Abgelenkt? Von meinem Witz und meinem Charme? Davon habe ich reichlich. Oh Mann, ihr habt schon geschrieben, der Dorian, klar, der ist ein bisschen arroganter, aber nie so, dass er wirklich arrogant ist. Das ist alles noch irgendwie total sympathisch. Ihr seid recht selbstbewusst, das ist so. Seid ihr euch das sicher? Ihr seid recht selbstbewusst. Man trifft nicht oft jemanden, der so um seine Stärken weiß. Ich habe eben viele Talente. Was soll ich sagen? Ich hatte immer angenommen, der Älteste hinter den Venatori wäre ein Magister, aber das ist etwas völlig anderes. In Tevinter sagen sie, die Geschichten der Kirche über Magister, die Verderbnis bringen, seien nur Geschichten. Aber jetzt stehen wir hier genau vor so einem Magister der dunklen Brut. Ich denke, er ist jetzt kein Magister, Mann, Dorian. Entscheid dich doch mal, Magister oder nicht. Sie sagen, die Kirche lügt. Wer hat die Verderbnis dann in den Augen des Reichs ausgelöst? Ihr wisst ja, wie das ist. Nicht wir. Sie sagen, die dunkle Brut war schon immer da, dass die Magister und die Verderbnis nichts miteinander zu tun haben.
Überrascht euch das? Niemand gibt gerne zu, dass er ins Bett gemacht hat. Aber wenn Korypheus einer der Magister war, die die schwarze Stadt betraten und zur dunklen Brut wurden, welche andere Erklärung gibt es dann? Ist das nicht immer so, Dorian? Immer dieses, wir waren's nicht, die waren's. Ist doch überall so. Er könnte lügen, ihr wurdet getäuscht. Warum macht euch das wütend? Weil das Reich meiner Heimat ist. Ich wusste, was man mich lehrte, konnte nur die halbe Wahrheit sein. Aber ich nahm an, dass es einen wahren Kern enthält. Irgendwo. Aber nein, wir waren es. Wir haben die Welt zerstört. Ach Mann, immer diese Vorwürfe. Ihr habt nichts getan. Das waren diese Männer. Vor 1000 Jahren. Das stimmt, aber dummerweise ist einer von ihnen ausgesprochen lebendig. Und zu allem Überfluss würden ihm meine schwachsinnigen Landsleute erneut bereitwillig folgen. Niemand wird mir danken, egal was passiert. Und euch auch nicht. Das ist euch doch klar, oder? Niemand mag Pessimisten. Ja. Wir wissen nicht, was passieren wird. Das weiß niemand. Ihr seid ein Optimist? Was sagt man dazu? Mhm. Ich habe ein Einhorn gefunden. Ich weiß nur eines. Korypheus muss aufgehalten werden. Männer wie er haben meine Heimat zerstört. Ich werde nicht tatenlos zusehen, wie er auch noch die Welt zerstört. Oh, und Glückwunsch zu diesem ganzen Inquisitionshokuspokus übrigens. Oh Mann, wer ist dir denn heute über die Leber gelaufen? Dorian, ist dir wer auf den Schlips getreten? Ja, aber ich bin Tatsache optimistisch. Immer, in jeder Lebenslage. Immer, wenn es scheiße läuft, ist man optimistisch. Weiß auch nicht, warum. So, Leute, ich werde dann hier an der Stelle die Folge beenden. Nächstes Mal quatschen wir noch weiter mit Dorian und gehen uns die Himmelsfeste weiter anschauen. Und dann müssen wir mal gucken, welche Gebiete wir als nächstes bereisen. Aber momentan, muss ich sagen, habe ich es nicht eilig. Also, bis dahin sozusagen. Und ich hoffe, ihr schaltet, wie gesagt, beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt Dragon Age Inquisition hier in der Himmelsfeste. Und bis dahin, so, und tschüss.